vom Becken hier. Gut. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jagd the Lions 3. Ich bin Sevenake und heute begrüße ich euch mal in der Satellitenansicht. So, dass wir hier mal sehen, wo wie der Hase läuft, wo der Hase läuft. Also. Und mit also beginnen ja immer große Pläne. Das erste, was wir haben. Hier haben wir den Angriffstrupp Strauß, der hier versucht, Richtung Hauptstadt zu kommen. Dem räume ich nicht die größten Chancen ein. Zweitens haben wir hier hinten den Geldkoffer. Der wird sich nach D10 ins Lager bewegen. Den könnten wir hier abfangen. Wäre eine gute Option. Aber wir haben andere Dinge zu tun. Tatsächlich. Wir müssen jetzt mal vorwärts kommen. Und der erste Punkt, um den es geht, ist die U-Bahn. Das heißt, wir wollen hier ins Marschland. Ins Marschland nach Camp Brigand. Also ein bisschen südlicher. Hierhin. Mit beiden Trupps. Dann wollen wir hier den Angriffstrupp loswerden. Hier müssen wir noch einen Fall lösen. Und dann geht's schon nach Norden weg Richtung Adlerhorst. Und da werden wir uns auch entsprechend gütlich tun. Aber jetzt erstmal Fort Brigand und dann von Fort Brigand aus entsprechend weiter. Da sind noch unsere Raketenwerfer und Kram. Hier liegt auch noch Spielzeug rum. Auch das müssen wir noch ganz kurz verteilen. Wir wollen ja nicht, dass wir hier unterbewaffnet weitergehen. Davor kommt aber eine Truppumsortierung. Also, wir haben gesagt, wir gehen hier mit dem Charlie. Wir brauchen erst auch Verstärkung. Das ist noch ein weiterer Punkt. Aber die U-Bahn würde ich gern mit voller Stärke. Das heißt, wir werden hier Tor zurücklassen und wir werden Meltdown zurücklassen. Machen wir am besten so. Wir werden Kralina, Flay, Boda, Savanake und so weiter als Charlie-Trupp. Die beiden, die wir hier zurücklassen, werden sich damit beschäftigen, dass hier aufgeräumt werden muss. Wir haben ja noch ein, zwei Dinge. Nämlich, wir wollen hier die Insel jetzt endlich befestigen. Und da ist eben Thor mit 64 Führungskraft durchaus geeignet. Foda ist die andere mit 64 Führungskraft, deswegen wird sie uns begleiten. Und Technikerin ist dabei. Das sieht soweit ganz gut aus. Außerdem, wenn wir ein Team auflösen, dann das. Wir wollen jetzt mit dem Charlie-Trupp hier runter. Dafür braucht der Charlie-Trupp erstmal die Waffen von hier. Wir müssen hier einmal Großreine machen. Foda wird auf jeden Fall den Mörser benutzen. Und Foda wird hier Sprengkörpergranaten benutzen. Das heißt, alle Granaten zu Foda. Wir haben jetzt das Problem mit Waffen. Foda hat die Galil, die ist auf jeden Fall gut. Der Mörser ist dabei. Foda wird auch noch den Raketenwerfer bekommen. Einen von denen können wir auf jeden Fall verwerten, den hier. Dr. Q ist bewaffnet. Hier haben wir die Ork und ist bewaffnet. Sieht auch gut aus. Boda mit der Khalil. Die wird noch auf jeden Fall eine Zweitwaffe brauchen. Da bin ich doch eher bei der AK. Das ist, denke ich, ganz okay. Ne, Annäherungssprengkörper sind gut. Und Zielen lernen sollte vor allen Dingen Flay, da er ja unseren Scharfschützen gibt. I knew it. Being a hunter of men has only increased my already incredible skills. Also wird
Kalina wird hier 762er, da haben wir auch noch entsprechend Munition. Damit ist Foda auf jeden Fall mal am Start. Nächster Punkt, Kalina. Kalina hat die M24. Schickes Teil, 762er NATO, kein Thema. 556er M16, auch kein Thema. Ich denke, damit fährt sie gut, wobei ich bei ihr als Sekundärwaffe eher eine Shotgun sehe, weil wenn's hart auf hart kommt, wird sie im Nahkampf sein, so traurig es ist. Auf Distanz hat sie entsprechend gut verbeugt. Wir können hier die Waffe einmal mit verkürztem Lauf, das ist ganz okay, denke ich. Zielfernrohr wird sie hier an der nicht brauchen, das Genauigkeitsbonus auch nicht. Heimliches Töten brauchen wir nicht. Was sie braucht. Oh, jetzt gehen wir ins Chalet rein. Auch okay. Was sie braucht, wenn wir schon dabei sind, ist Mutti. Was ist jetzt? Also, Inventar. Und wir wollen bei Kalina diese Waffe hier modifizieren. Da brauchen wir ein neues Zielfernrohr. Wir haben Chips dabei. Und keine Streifschüsse mehr. Das ist der wichtige Punkt. Damit ihr auch entsprechend ausgerüstet. Schalldämpfer darf bleiben. Zweibein sollte sie auch dran machen. Weil ist Kalina. Und leicht erhöhte Chance heimliches Töten. Nein, aber wir wollen Ziele markieren mit rotem Punkt. Auch hier haben wir noch einen Chip dafür. No! Oh. Kolben, leichter Kolben, Überwachung braucht sie nicht. Schwerer Kolben braucht sie auch nicht. Und irgendwas am Magazin rumspielen brauchen wir auch nicht. Damit fährt sie schon mal gut. Also ist bei Foda, Foda ist voll versorgt. Ice hat die Assault Rifle, das ist okay. AR-15, das ist genauso gut wie die. Ice hat hier auch noch die Auto dabei und ist damit sehr gut ausgerüstet. MP5 haben wir da noch, Panzerbrechende. Aktuell nicht, aber sehr viel Standardmunition. Für den Notfall kann man die benutzen, das passt. Play sowieso gut ausgerüstet. Hier haben wir eine Winnie. Da müssen noch irgendwo. Bei Savanik müssen wir mal durchgucken. Wir haben da zwei Orks. Die ist voll. Das ist die mit Schalldämpfer 13. Die hier hat. Fürs taktische Gerät sehe ich das richtig. Progressionslauf. Der ist schon schick. Die ist auch super sexy, aber ein Werfer dran. Okay, ich denke, wir nehmen die. Die kann weg und bitte entladen. Wenn wir die nehmen, 556er nachladen. Oh, da müssen wir 556er Munition aus dem anderen Trupp rübergeben. Haben wir da noch 556er? Panzerbrechen 5 Schuss. Super. 556er, 24 Schuss. Na gut. Nehmen wir mit. 556er. Da sind wir ein bisschen knapp, aber wir können arbeiten. Oh.
Dann die Winnie. Eine Winnie als Ersatz-Sniper muss hergerichtet werden. Nehmen wir die. Mündung braucht sie nicht, aber ein Zielfernrohr braucht sie. Normal muss nicht sein. Was sie braucht, ist ein langen Lauf. Also ich sag den langen Lauf. Und dann... entsprechend für den Notfall, dass wir hier 44er Panzer brechen, haben wir auf jeden Fall. So, Ausrüstung hier durch. Bei ihm. Palina auch durch. Doc ist auch durch. Eis. Die Assault Rifle 15 oder die Fell. Das ist tatsächlich eine Glaubensfrage. Die hat halt eine extreme Crit-Chance. Auf die werde ich bauen. Das heißt, wir werden in der Runde ganz so mitnehmen. Anderen Waffen lassen wir zurück. Oder, da bin ich immer noch ein Freund davon, braucht ganz dringend Mollys. Alles andere kann erstmal zurückbleiben. Und dann gehen wir hier hin vor. Mit dem richtigen Trupp. Let's move. Und der andere Trupp. Hier noch Sachen fürs Museum. Auch nicht. Nur Siegfrieds Münze. Nee, nicht museumstauglich. Hier hätten wir noch ein Brecheisen gehabt. Na gut. Der Trupp geht auf jeden Fall. Zwei sind halt noch. Brauchen auf jeden Fall Verstärkung und bin hier eher für Aufräumarbeiten zuständig. Und zu Aufräumarbeiten gehört hier für mich vor allen Dingen Ausbildung. Nicht, sondern in den von Söldnern. Söldnern hier von Milizen. Das ist unser Lieblingspunkt. We're on our way! Thank you! I feel there is good magic in this bandage. So, dann können die hier nämlich sich dem Milizthema widmen. Dass wir unseren kleinen Stützpunkt wieder behalten. Während die andere Truppe hier endlich darunter fährt. Ja, Flohmarkt, Fleetown verloren. Das macht nichts. Da können wir auch wieder zurückgehen. Das ist nicht das Thema. Hier geht's für uns weiter. So. In Fort Brigand. Hi. Da haben wir noch ein, zwei Dinge zu erledigen. Understood. Let's go for a walk. Das eine war hier, da konnten wir noch irgendwas hier angucken. We outie. Das wollte ich mit, ja, wer war's? Beschauen. On our way. Boda. Ready. This code was invented by one of the most arrogant men of all time. I am not surprised to find it here. Eine Cäsar-Verschlüsselung über den Gallischen Krieg mit Julius Caesar. Und hier haben wir jetzt die Gespräche mit Colonel Fouchot. Das ist doch schön. Was war das hier eigentlich? Weisheit fehlgeschlagen, zeitgenössische Kunst. Ich meine, Dr. Q 87 bei Intelligenz. Wenn es einer wüsste, dann eher. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt erstmal die Beweise haben, um uns reinzupacken. Und nächster Punkt. Ja. Hier liegt ja noch sehr viel von unserem Zeug rum.
Dinge, die in guter Zustand sind und Dinge, die in schlechtem Zustand sind. Und da haben wir auf jeden Fall Boda, die das hier mitnehmen möchte. Der Mörser, den werden wir jetzt hier lassen. Aus dem einfachen Grund, der ist gerade bei 40%. Dafür nehmen wir den Dosenöffner mit. Hier haben wir das G36, das möchte ich gern mitnehmen. Das war ja eine sehr coole Waffe. Und G36 fangen wir mal ein. Das war 556er. Haben wir jetzt ein bisschen wenig Munition. Hohladung darf nur Barry verwenden. Das war noch sowas. Aber wir haben ja noch 10 Raketen. Und das ist für Khalina. Nicht für Khalina, für Foda, denke ich. Pflichtprogramm. Alina bekommt hier noch eine Rüstung, eine bessere. Und die Waffen hier sind und Handgranaten für Foda. Und ansonsten würde ich sagen, hier ist auch noch viel Schrott. Das muss repariert werden. Das hier ist Schrott in der Zwischenzeit. Und wir haben noch ein zweites. Und dann. Ready. Wie gesagt, jetzt. Let's bounce. Gehen wir das U-Bahn-Thema an. Wir wollen hier, da war ja noch die Tür. Und if you insist. Da ist noch ein bisschen right. Was zu tun. Alina hat nutzbare Teile entdeckt. Also hier war das. Mit den Hyänen und sonst noch was. Und Khalina hat hier Bauteile. Khalina hier. Und U-Bahn-Haltestelle. Da geht's weiter. Na, guck mal da, das sind noch... Da kommen, ah, nee, die kommen an, die Kommandosoldaten. Ja. Vertrag abgelaufen von Khalina. Die wollen wir ja verlängern. Das ist ja... I just remembered when the last full moon was. This means my... Und was da gerade nebenbei abläuft, das sehen wir hier oben. Wenn wir wieder auf die überirdische Karte gehen, die kommen hier an. Ich gehe davon aus, dass sie in Port Kakao aufgehalten werden. Bleiben da stehen oder was? Das ist auch frech. Also, wir sind hier unter der Erde unterwegs. 6-6, Achtung, ein erschöpfter Söldner. Fanatiker, Aufklärer und Soldaten. Wir da U-Bahn-Haltestelle D. Kämpfen wir. Da wollten wir ja hin. Unterirdisch. Oh Gott, die sind direkt an der Tür. Das wird natürlich wieder heiter, lustig. Gehen wir rein. Und da ist auch noch einer. Nichts mit Stealthy, aber wir wollten ja die U-Bahn reparieren. Da war noch ein Thema. Und da machen wir uns jetzt ran. The adversary is here. Und wir pausieren einmal, sind angekommen. Einmal schnell speichern, wie immer am Anfang. Ging schon so oft schief. Und was machen wir mit den Fanatikern? Ich glaube, die haben wir relativ... Die Aufklärer und der Soldat hier sind das Thema. Und... Yes? What? Wir werden gesehen, das ist schlecht. Von 4 Leuten. Foda? Give me an order. Und ich glaube, das hier ist eine gute Eröffnung, dass wir hier einfach mal anfackeln alles. Und dann sehen wir weiter. The vermin are here. Kill them for Siegfried. So, und jetzt müssen wir hier, also die werden ja durchkommen, der da hinten. Wir können mit Khalina erstmal. Keep it in real. Hier mit dem G36. Das ist doch eine stabile Wand, oder? I'm packing steel. You feel me? Der sieht nichts. You straight tripping. Die bekommen wir nicht. Auch nicht. Duck for life. Aber den da hinten. Your blood will protect me. So. Oh.
Geh in Deckung, das ist schlecht. May Baba Yaga not take me this fight. My gun is not a magic wand, you know. Aber... Have a good shot. Nur in die Arme ist schlecht, aber da hinten ein Soldat im Kopf. Das ist doch sauber für Halina. One last evil door. Aber... What? Und hier haben wir eher die Ork. I'm going right now. Dahin. Taking cover. In die Entdeckung. Dr. Q here. Acknowledged. Appe wechseln. Ich glaube, hier überwachen ist gar nicht schlecht. No, I do not have the shot. Got a view to a kill here. Er hat einen Oberkörper, komm weg mit dir. You kill very well. Sauber. Einfach gut. Und Foda. Ja, auch mal überwachen. Dann gucken wir, was passiert. Protect Siegfried's legacy. Ja, ja, Siegfried's Legacy. Die sind noch ein bisschen weit weg, die sind nächste Runde dran. Das sollte also hier überhaupt kein Thema sein. Okay. Ja, genau, sagte er. Geht jetzt außen rum oder was? Geht rüber. Fanatiker verletzt. Fanatiker geht außen rum, ja klar. Khalil muss repariert werden und der ist ein bisschen nah an Halina. Das ist schlecht. You are not worthy. Oh, oh, oh. My Baba Yaga was right. Halina ist am Boden, Todesschance moderat. Do not let Baba Yaga hit my body. Come at me. Okay. Das ist eher schlecht. An Aiming. Erledigt 718 erstmal. Durch elegante Unterleibschüsse. Hostile eliminated. Der Dog rettet Kalina. Der Simple Shot. Du hast hier den Aufklärer. Komm weg mit dir. Good. Send the bastards back to Shaitan. I would need a wet vac to claim that Edward trophy. Oh. I can bathe the battlefield in their blood. Du kannst hier den Fanatiker schnappen, würde ich sagen. 3 auf 22, das sieht doch gut aus. Wenn man trifft. Yes. Du hast überreagiert. Oh. Give me an order. My sight. Dann überwach hier mal bitte. Thank you. I feel there is good magic in this bandage. No mercy. They shall fall beneath our boots. Oi, oi, oi. Das war wieder wildes Feuer. Ah, how dare you spill my blood? Die haben Gasgranaten. Was soll das denn? Hilfe! Dann erledigt das hier mal schnell. Wir haben schon mal Freunde an Gas verloren. Barry, es tut. No evildoer can stand before you. May the spirits grant a safe passage. The enemy will find it is most difficult. Der Valina ist doch super gefährlich. Aber für Play, nachladen. This will be so easy, I'm already bored. Powder agit, ready. Seven Egg, pack die Maske aus.
müsste er hier sicher sein. Freund nur da vorne, ne? Moving to position. Target locked. Alina, bitte in Frühstück. He's luckier there than here, yes? I cannot hit what I cannot see. Macht nix. My brother was guiding my hand for that one. Hoffen wir, dass es hält. Dann da vorne einer schießen, das ist das Problem. Get ready! The battlefield is ready for blood. Aber der trifft auch nicht. Und do not let Baba Yaga take my body. Das klären. Oder auch nicht. Oder doch. Okay, damit U-Bahn-Haltestelle D gesichert. Ready. Und ja, certainly. Wir müssen hier einmal wieder ins Gas, durchs Gas. Keeping it real. Eis ist erschöpft. Okay, 12 Stunden lang nichts tun, das ist wieder nichts. Aber wir können uns hier mal umschauen. Yes. Granaten. Fodder. Gut. I know. Was haben wir noch? Fodder geht hier auf jeden Fall vor. Es könnte ja Familie sein. Take everything. Leave nothing for the enemy. Wir finden hier ein schweres Rüstungskit. Schweres Rüstungskit. Play braucht's nicht. Eis braucht's nicht unbedingt, aber es ist halt besser als das, was er hat. Insofern ganz okay. On my way. Haben wir noch? Da ist noch eine Kiste. Ausbalanciertes Messer. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, wir sind im Macheten-Game. I'll get there. Und jo, da ist noch eine Kiste. Aber ansonsten lief das jetzt suboptimal. Bei Erschöpften. Ready. Da ist jetzt die Frage. Let's bounce. Lassen wir die zurück. Weil erschöpft können sie ja keine Sektoren mehr wechseln. Das überlegen wir uns. Yes? Nein. Und dann überlegen wir uns, welche Richtung. Hier scheint die U-Bahn zu sein und wir wollen jetzt hier nach da und ich vermute, dass hier irgendwo der Red ist. Wie sure. Auch immer. Ready. Da denken wir beim nächsten Mal drüber nach. Jetzt wäre es gut, wenn wir die Verstärkung mitgebracht hätten. 2 Leute zurücklassen. Aber auch Kalina ist auch angeschlagen, insofern gar nicht so verkehrt. Da würde ich sagen, fahren wir nicht so schlecht. Also wenn wir hier sagen, Alina und ja, geht als Bravo-Team, euch laden wir zurück und gehen dann mit den anderen weiter hier nach Norden. Aber das gibt's beim nächsten Mal. Für heute war's das. Dann.